Wenn Sie heute Abend hier mit den Kollegen der IBA Basel sprechen, was möchten Sie denn mit auf den Weg geben für die nächsten Jahre? Sie haben noch eine weite Strecke vor sich. Also erstmal will ich denen vor allen Dingen Hoffnung machen, weiterzumachen, Geduld zu bewahren und sich anzustrengen, tatsächlich was Vernünftiges hinzubekommen. Das ist in so einer Anfangsphase immer sehr schwierig, das war bei uns auch. Man muss es verbreiten, man muss viele Mitstreiter gewinnen und das ist mühsam und da gibt es auch Rückschläge. Und ich glaube, das ist im Augenblick mit das Schwierigste, was Sie jetzt hier noch vor sich haben in den nächsten 1 bis 2 Jahren, dass Sie da deutlich mehr Resonanz auch finden, sowohl in der Bevölkerung, im politischen Raum und viele auch noch überzeugen, dass das ein sinnvolles Unternehmen ist. Und das Zweite ist sicherlich, Sie sind auch noch in der Konzeptfindungsphase. Welche Themen fokussieren wir nun tatsächlich? Das spürt man auch noch heraus. Die hatten wir auch. Die braucht man auch. Man muss sich auch dafür ein bisschen Zeit nehmen, auch ein bisschen Geduld haben. Und da sind manche, die dann immer sofort Ergebnisse wollen, eigentlich am Beginn des Prozesses. So geht das nicht. Und mit dem Thema beschäftigen sie sich sehr. Und da muss man auch ein bisschen Hilfestellung dahin geben, dass man, glaube ich, sagt, nehmt euch einfach die Zeit. Es kommt am Ende dann schon was dabei heraus. Und das kann man, glaube ich, jetzt auch aus der Hamburger Erfahrung ja durchaus weitergeben. Ja, also ich glaube schon, dass man diese beiden Momente braucht. Und das setzt erstmal natürlich bei den entscheidenden Personen auch ein gewisses gegenseitiges Vertrauen voraus, dass man sich nicht versucht, gegenseitig zu bekämpfen, sondern schon konstruktiv zu wirken, aber auch durchaus eine Kritikfähigkeit auch hat und ganz bewusst auch in Kauf nimmt, dass mal man mit so einer Installation einer IBA ein Gremium, einen Bereich schafft, in dem mal anders gedacht werden soll als konventionell, den klassischen Strängen über Beschlüsse und so weiter und die traditionellen Gremien. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dafür etwas zu bewerben. Und wenn alle da eine gewisse Toleranz mitbringen, eine gewisse Offenheit mitbringen und nicht alles jedes Mal ernst nehmen, wenn das so bei einem gerade nicht passt, dann ist das ein Prozess, der sehr produktiv sein kann. Und das gilt übrigens auch in der Debatte mit den Bürgern vor Ort. Das haben wir ja auch in Wilhelmsburg erlebt. Natürlich gibt es auch manche Ideen, wo erstmal alle sagen, es ist totaler Irrsinn, das wollen wir gar nicht. Aber der Diskurs zeigt dann eben doch, dass man manchmal Projekte findet, die man sozial sehr gut rückverankern kann und trotzdem auch am Ende interessante Architektur dazu bekommt. Und das will ich vielleicht als Letztes nochmal hervorheben. Architektur ist irgendwie auch Produkt und muss Produkt sein. Das ist jedenfalls meine Intention dessen, was gesellschaftlich auch verlangt und notwendig ist. Und wir müssen die Bevölkerung dafür gewinnen, uns selbst. Wir müssen uns aber auch fragen, was brauchen wir wirklich? Und dann kommen auch, glaube ich, gute neue architektonische Produkte raus. Und das unterscheidet sich eben sehr von dem Weg zu sagen, ich mache eine tolle architektonische Idee und versuche, die dort irgendwo jetzt unterzubringen. Das geht eben doch meistens schief und das ist, glaube ich, das Wichtige, was auch hier die Basler zu beachten haben. Bei uns ist die Situation etwas anders, aber was ich schon spannend finde hier, ist, über 3 Länder hinweg so etwas zu organisieren, ist natürlich schon eine Herausforderung. 3 verschiedene Planungskulturen, 3 verschiedene sicherlich auch Kulturen in ganz anderen Lebensarten, die hier miteinander zusammenwachsen, die teilweise sich zwar austauschen, aber ganz bestimmt ist der administrative Aufwand, die Governance-Strukturen hier so zu organisieren, dass das wirklich zu einem wird, sehr viel aufwendiger, als das bei uns beispielsweise der Fall gewesen ist in Wilhelmsburg. Und da liegt hier eine große Verantwortung. Andererseits, das macht es auch spannend. Kann man das schaffen? Kann es mal anders sein? Das sind ja die Fragen, die einen in Wahrheit auch bewegen. Und da haben sich die Kollegen hier viel vorgenommen. Ich will sie da wirklich unterstützen. Ob es am Ende gelingt, das weiß man eben am Anfang nicht. Das wussten wir aber eben in Wilhelmsburg auch nicht. Und da war die Welt zwischen Wilhelmsburg und, ich sag mal, dem alteingesessenen Hamburg ja auch ein Stück entfernt voneinander. Und ob wir sie wirklich ein bisschen näher bringen, wissen wir selbst heute noch nicht ganz. Aber ich denke, am Ende 2013 werden wir das bilanzieren. Und ich habe natürlich die Hoffnung und auch den entschiedenen Willen, dass die Hamburger auf einmal begreifen, Wilhelmsburg ist ein super Stadtteil. Und ich denke auch und hoffe darauf, dass die Wilhelmsburger sehen, wir können aus uns selbst noch viel mehr auch für Hamburg machen, als es vielleicht im allgemeinen Bewusstsein und wir auch selbst uns zugetraut hatten. Also beide Effekte, auf die setze ich. Ja, der Erfolg am Ende wird daran gemessen, werden die Ziele, die man sich gesetzt hat, auch erreicht oder ist man ein Stück weitergekommen. Und das kann man durchaus ja an den Hamburger Zielen auch sehen. Sind wir in der Frage, wie gestalten wir eigentlich diese inneren Peripherien? Sind sie attraktiver? Sind sie lebenswerter geworden? Ziehen sie mehr Menschen an? Tritt das ein, ja oder nein? Das ist schon eine der Bilanzthemen, die man vor sich hat. Ein zweites Thema ist ohne Frage, gerade bei uns, das Thema eben auch mit der
sozialen Integration und die Frage der Kosmopolis der internationalen Stadt. Sind wir offen, sind wir aber auch fähig, tatsächlich andere Kulturen zu integrieren, daraus Nutzen zu ziehen, auch produktiven für die Wirtschaft, für die Bildung und vieles andere. Also auch da wird man bilanzieren müssen und nicht zuletzt natürlich auch bei dem Klimathema. Und so weit sind die jetzt hier in Basel noch nicht, weil sie müssen erstmal diese Kriterien finden. Und irgendwann werden die sich in ein, zwei Jahren hier 2013, 2014 festlegen müssen. Und dann haben sie noch eine Phase von 6 Jahren und dann werden die eine ähnliche Bilanz ziehen müssen. Sind wir in dieser Frage weitergekommen?